Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Interviewreihe mit Silvia Hake. Ich bin Christopher Henseleck und ich freue mich, dass du hierher gefunden hast und dir das Interview anschaust. Solltest du den ersten Teil des Interviews mit Silvia verpasst haben, verlinke ich dir hier oben im Video auch einmal noch direkt den ersten Teil, damit du den dir auch anschauen kannst. Und im ersten Teil des Interviews ging es ja hauptsächlich um ja, Hochsensibilität. Es ging darum, die eigene Hochsensibilität zu erkennen und zu akzeptieren. Und im zweiten Teil des Interviews geht es darum, als hochsensibler Mensch den eigenen Weg zu gehen, also authentisch zu sein, authentisch zu handeln und ja, authentisch seinen eigenen passenden Weg als hochsensibler Mensch zu beschreiten. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Silvia Hake. Also würdest du sagen, du fühlst dich jetzt auf jeden Fall glücklicher damit, würde Ja, ich jetzt mal so definitiv. sagen. Ja. aber ich kann mir vorstellen, also dieser Weg, den zu beschreiten, den eigenen Weg, ist jetzt nicht unbedingt leicht, ne? Also wird ja wahrscheinlich auch herausfordernd sein, ne? Überhaupt nicht. Ich habe auch lange, wie gesagt, in der Erwachsenenbildung gearbeitet und auch an den Kliniken. Man wird ja im sozialen Sektor ja völlig unterbezahlt. Also im Vergleich zu anderen akademischen Abschlüssen habe ich wirklich sehr, sehr wenig Geld verdient. Und ja, habe ganz, ganz viele Jahre eigentlich, wie gesagt, das quasi erst in mir, in meinem Inneren so reifen lassen müssen, bis das quasi nach außen getragen wurde. Also da war ich letztendlich 35 und da gab es eigentlich erst so die Wende und bis dahin war alles andere eigentlich eher so ein Durchhalten und mit viel Disziplin und Willenskraft, sage ich mal, diesen äußeren Rahmenbedingungen, die ihnen da gegeben sind, quasi denen entsprechen zu müssen und auch diese bedienen zu müssen. Ja, also das ist schon war sehr viel verbunden auch mit inneren Willenskraft und das kommt mir natürlich aber als Steinbock. Also vom Sternzeichen her schon auch ja entgegen. Also ich habe sehr starken Durchhaltewillen, ja. Ja, also ist interessant, weil auch ich erkenne mich da so ein Stück weit ja wieder, ne? Weil ich ja auch in der Vergangenheit ja vieles, sag mal so wie du jetzt gesagt hast, vieles ausgehalten habe. Aber ja, ich habe halt auch gemerkt, ich werde da in diesem ganzen System irgendwie nicht glücklich drin, ne? Und deswegen habe ich ja auch diesen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht, wo ich aber auch sage, also ist deutlich natürlich herausfordernd, ne? Was da alles so auf einen zukommt und wo man da auch so innere Kämpfe irgendwie austragen muss, mit sich selber über seinen eigenen Schatten springen muss und an irgendwelchen Dingen wachsen muss, sich Sachen trauen muss, natürlich auch, ne? Aber immer noch zu 110% besser, als wie es vorher war, ne? Muss ich auch ganz deutlich sagen. Also Absolut. da Ja. bin ich, glaube ich, ähnlich wie du, dass ich diesen Durchhaltewillen auch habe, dass ich ja, Ja. alles versuche, um diese Sache voranzutreiben, weil ich einfach, ich weiß nicht warum, aber ich habe so dieses Gefühl, das ist der richtige Weg für mich, ne? Man kann es auch nicht so genau erklären, aber man hat diesen Antrieb von irgendwo, von innen heraus, ne? Du warst ja auch im sozialen Bereich tätig früher, ne? Richtig. Ja, ich war Ja. als ja, Krankenpfleger, Altenpfleger unterwegs, ne? Ja. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr herausfordernd, ne? Diese Arbeit. Ja, das denke ich auch sehr anstrengend. Ja, Ja. und ich mache ja auch Business Coaching eben, also insbesondere eben auch für also Heilpraktiker und Coaches, die auch quasi, ne, in diese Richtung gehen. Und was ich da letztlich mit einer Klientin mal zusammengetragen habe, glaube ich, bringt das ganz gut auf den Punkt, dass wir in diesem Moment, wo wir in die Selbstständigkeit gehen, es reicht nicht aus, sag ich mal, ein guter Coach zu sein, ja, oder ein guter Therapeut, sondern du musst ja auch in andere Rollen hineinschlüpfen, ja. Also du brauchst eine Webseite, ne, du musst dich irgendwie zeigen, du brauchst ein Feeling für Marketing, ob das eben jetzt die Videos sind oder Blogartikel. Du musst deine Steuererklärung machen, du musst irgendwie eine Buchhaltung machen. Das heißt, die Herausforderungen sind wirklich viel komplexer. Und das, was, glaube ich, vielen Coaches und Therapeuten dann schwerfällt, wenn sie quasi diesen Schritt in die Selbstständigkeit machen, dass sie immer dann wie ein Therapeut denken. Ja, also nur
also wie kann ich den Leuten helfen? Aber diese ganze Frage, wie werde ich bekannt oder wie positioniere ich mich als Experte, ist ja völliges Neuland. Und da scheitern eben dann eben auch viele Menschen und sind dann vielleicht wirklich gut qualifiziert, gut ausgebildet und scheitern einfach quasi am Marketing, was eben auch an den meisten Ausbildungsinstituten ja überhaupt kein Thema ist. Und da ich eben, wie gesagt, mich bewusst entschieden hatte, keine Psychotherapeutin eben mit Kassenzulassung zu werden, wusste ich, ich muss bekannt werden. Ja, sonst kann ich auf diesem Markt nicht überleben. Als Wald- und Wiesencoach, der einfach quasi so ein Schild an die Tür hängt. Und deshalb reifte für mich schon sehr, sehr früh der Entschluss, eben auch als Buchautorin bekannt zu werden. Und habe dann wirklich 2012 angefangen, eben dieses erste Buch zu schreiben, Hochsensibel was tun, was 2014 auf den Markt kam und auch wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Buch mittlerweile und immer noch ist. Und das, ja, das ist vielleicht auch mal so eine erste Botschaft auch an alle, die zuschauen, die jetzt wirklich so einen eigenen Weg gehen wollen. Also es ist total wichtig, wirklich bereit zu sein, sichtbar zu werden. Ja, also wirklich aus dieser Masse herauszustechen und zu sagen, hier, das bin ich, das kann ich und ich zeige mich. Ja, weil nur so kann das funktionieren. Und das ist einfach, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, um als ja in dieser Selbstständigkeit als Hochsensibler wirklich auf Resonanz zu kommen. Ja, aber das gilt natürlich für jeden anderen genauso. Aber für Hochsensibel ist die Hürde, glaube ich, noch ein bisschen höher, weil viele dann eben diese Hemmungen haben, sich zu zeigen. Das ist so meine Beobachtung. Ja, definitiv. Also kenne ich von mir selber auch sehr gut. Ne? Also ist, glaube ich, ja, da gerade, was mir zum Teil auch bisher im Wege gestanden hat, dass ich da zu wenig von mir auch, also zu viel im Hintergrund agiert habe, ne? Ja. Und mich selber als Person gar nicht so präsentiert habe. Ne? Und ja, ist natürlich eine Herausforderung, weil das auch nicht unbedingt jetzt mein Ding gefühlt ist, aber ja, ich weiß nicht, kann ja auch einfach so ein Kopfding sein. Ne? Darf sich nicht zeigen oder ist nicht gut, dich zu zeigen oder solche Geschichten. Ja. Man hat natürlich auch irgendwie ein bisschen Angst vor Reaktionen von anderen, von außen natürlich auch, ne? Weil also zum Teil wird das ja immer noch ein bisschen oder ein bisschen viel belächelt so in gewissen Kreisen. Das Thema Hochsensibilität ist ja leider so. Aber letztendlich denke ich mir jetzt auch, ja, ist doch egal, ne? Solange ich dadurch ein gutes Gefühl habe und meinen Weg da weiterverfolgen kann. Wenn es so ist, dann muss ich damit irgendwie auch zurechtkommen. Also ist ja auch eine Herausforderung, da trotzdem dann weiterzumachen. Ne? Ja, und nur wenn wir wirklich authentisch sind, das ist auch meine Erfahrung, dann stoßen wir auch auf die richtige Resonanz. Ja, weil wenn ich mit etwas nach außen gehe, wo ich nicht dahinter stehe, ja, weil jetzt meine Freunde, weil Verwandte sagen, Mensch, mach das, das ist erfolgsversprechend. Aber wenn ich nicht das spüre in mir, wenn ich dieses nicht leben kann, dann funktioniert es nicht. Und dann gehe ich lieber raus mit etwas, wo ich sage, das ist vielleicht exotisch, das ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber wenn ich 100% das auch verkörpere und dahinter stehe, dann werden sich eben auch genau die Menschen angesprochen fühlen, die ja auch genauso ticken. Und das macht dann auch eben den Erfolg aus. Das ist so auch meine Erfahrung, diese Authentizität wirklich aufzubringen. Und deshalb habe ich auch in meinem ersten Buch auch einige so autobiografische Passagen mit eingefügt, weil ich das einfach ganz wichtig fand, eben hier nicht nur als Psychologin da aufzutreten, sondern einfach auch mich als Mensch zu zeigen und was das so in meiner Biografie einfach auch bedeutet hat. Ja, ja, Christopher, ich war neulich auch auf deiner Internetseite und habe gesehen, dass du ja auch ein Buch geschrieben hast. Vielleicht wäre das auch für die Zuschauer nochmal interessant zu hören, wie das heißt und ja, würde mich auch interessieren, wieso das für dich, dieser Prozess des Schreibens war und was du da ja transportieren möchtest auch mit deinem Buch. Ja, richtig. Also ich habe auch ein Buch geschrieben. Mein Buch heißt ja Metamorphose, hochsensibel, gesund leben. Der Titel lässt ja schon vermuten, also Metamorphose ist ja so eine Art Verwandlung. Also ist so eine Mischung aus Ratgeber und Autobiografie von mir. Also ich möchte quasi in dem Buch so zeigen, wie mein persönlicher Lebensweg aussah bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch halt geschrieben habe.
und zugleich auch anderen hochsensiblen Menschen, die dieses Buch dann lesen, so ein bisschen den Anstoß geben, ja, sich auch mal auf den Weg zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen und ja, gebe denen auch so ein paar praktische, einfache Tools, die mir dabei geholfen haben, diesen Weg für mich zu gehen, mit an die Hand, ja, sodass die Leute, die das Buch lesen, dann auch quasi was an der Hand haben, was sie in ihren Alltag, also in ihren eigenen persönlichen Alltag so einbauen können. Und wo ich der Überzeugung auch bin, dass das einen wirklich ja, nach vorne bringen kann, wenn man es regelmäßig macht. Also für mich war da zum Beispiel immer so dieses Thema erstmal, so wie du auch schon sagtest, die eigene Hochsensibilität zu erkennen, dann im zweiten Schritt die Hochsensibilität für sich ja, zu akzeptieren, sich nicht dagegen irgendwie zu wehren, weil da gibt es ja dann auch so diese Eigenart, dass man diese Sensibilität nicht haben möchte, ne? Weil man ja gefühlt nicht so in diesen Mainstream reinpasst und sich da versucht, irgendwie anzupassen. Aus meiner Erfahrung funktioniert das halt nicht, weil man sich da irgendwie selber verliert, ne? Und dann irgendwelche Wege geht, die für einen überhaupt nicht passend sind, wo man sich einfach ja, unglücklich fühlt oder wo man leidet, sage ich jetzt mal. So habe ich das zumindest erlebt. Sondern mit meinem Buch möchte ich halt ja, andere Menschen auch dazu ermutigen, sich davon zu befreien, von diesem Mainstream-Denken und diesem Mitgehen in diesem Mainstream, sondern wirklich authentisch als hochsensibler Mensch zu sein und natürlich auch zu handeln, weil ohne ja, authentisch zu handeln, komm ich da halt nicht raus. Weil ich war auch in der Vergangenheit ja. Ja, mehr oder weniger eigentlich immer der Typ, der immer ja, so den Erwartungen von anderen gerne entsprochen hat, ne? Um nicht irgendwie anzuecken und ja, um halt irgendwie dazuzugehören gefühlt und so weiter. Aber ich habe halt mit der Zeit gemerkt, das funktioniert für mich einfach nicht. Und daraufhin habe ich mich ja erstmal auf die Suche gemacht, ja, was ist da überhaupt mit mir los? Ne? Wieso klappt das nicht? Was ist mit mir? Und als ich dann von Hochsensibilität erfahren habe, ja, hat mich das quasi dazu gebracht, auf diesen eigenen Weg zu gehen und da auch voranzukommen. Und darum geht es halt im Buch. Hauptsächlich um diese Verwandlung von jemandem, der mitgeschwommen ist, gefühlt in dieser Mainstream-Suppe, sage ich jetzt einfach mal, ja. Hin zu einem, also ist bestimmt auch noch nicht abgeschlossen, diese Verwandlung, aber mehr hin zu diesem echten, authentischen Menschen, der ich wirklich an für sich bin, sozusagen. Schön. Ja, witzig ist ja auch, dass wir im Firmenlogo ja auch einen Schmetterling haben. Und deshalb weiß ich ganz genau, was du meinst mit diesem Wort Metamorphose, weil ne, die Raupe zum Schmetterling, das ist auch, ja, das ist auch so ein schönes Bild auch für diesen psychologischen Prozess. Und ich habe da auch tatsächlich wie so ein kleines Kurzmärchen geschrieben. Ja, von einer kleinen Raupe, die zum Schmetterling wird, ist bei mir auch auf dem Blogartikel, also als Blogartikel auf der Webseite verfügbar. Und deshalb glaube ich tatsächlich, das ist ein sehr, sehr starkes Bild, was diesen Prozess sehr, sehr gut beschreibt, von diesem alten Zustand in den neuen Zustand. Finde ich einen sehr schönen Buchtitel auch, dass du das so gewählt hast. Das ist also auch für mich sehr, sehr stimmig, ist das Bild, ja. Ja, das war der zweite Teil des Interviews mit Silvia Hake hier auf meinem Kanal. Wenn dir das Interview gefallen hat, lass mir hier gerne einen Daumen hoch da und auch ein Abo für meinen Kanal. Vergiss auch nicht auf die Glocke zu klicken, damit du benachrichtigt wirst, wenn neue Videos hier von mir hochgeladen werden und erscheinen. Der dritte Teil folgt natürlich hier auch auf meinem Kanal. Und wenn du noch weitere Infos möchtest zum Thema Hochsensibilität, wenn du Hilfestellung brauchst, wenn du sagst, du brauchst auf jeden Fall Unterstützung, du brauchst noch ein bisschen ja, Tools und Werkzeuge und noch mehr Hilfestellung, um als hochsensibler Mensch deinen eigenen Weg zu gehen, dann guck auch gerne auf meiner Website vorbei, wo ich dir alle möglichen Hilfsmittel zur Verfügung stelle, damit auch du ein authentisches, hochsensibel gesundes Leben führen kannst. Die Adresse meiner Website www.hypersensibel.com blende ich dir hier auch nochmal ein.
Würde mich freuen, wenn du mich da mal besuchst und dich da mal ein bisschen umschaust. Und ich bin mir sicher, da wird für dich das ein oder andere dabei sein. Da ist alles vom Gratis-Webinar, Gratis-E-Mail-Kurs bis hin zu meinem Buch, meinem Online-Kurs und sogar einem persönlichen 1-zu-1-Coaching. Wenn du da eine Resonanz verspürst, dass das das Beste für dich ist, biete ich dir da alles an. Also besuch mich da gerne mal und schau bei mir vorbei. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und herzlichen Dank nochmal dafür, dass du zugeschaut hast. Und wir sehen uns beim Teil 3 des Interviews mit Silvia Hake. Bis dann.